Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Not der Hunderttausenden Kriegsflüchtlinge in der Ukraine bewegt uns alle. Und daher ist es sehr richtig und auch durchaus zu begrüßen, dass wir uns in der Aktuellen Stunde heute mit unseren Möglichkeiten zur Hilfe für diese Menschen beschäftigen. Das festzuhalten bedeutet aber auch, das Unverständnis darüber auszudrücken, dass der Entschließungsantrag der Koalition erst zu Beginn dieser Sitzung vorgelegt worden ist. Das ist bedauerlich, weil der Antrag nach erstem Lesen durchaus sinnvolle Punkte enthält, wie zum Beispiel jede Absage an eine Diskriminierung russischstämmiger Menschen, aber auch baren Unsinn, wie die Forderung nach verstärktem Ausbau erneuerbarer Energien. Zustimmungsfähig ist dieser Antrag unter diesen Umständen nicht. Das aus unserer Sicht zu dieser Aktuellen Stunde nötige legen wir in unserem Entschließungsantrag vor. Und hierzu werden sich meine Kollegen Lena Kotré und Volker Noting nachfolgend äußern. Als Parlament des Landes Brandenburg dürfen wir nicht außer Acht lassen, und ich bin Herrn Keller dankbar, dass er das in seiner Rede durchaus erwähnt hat, dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass sich die, und ich betone noch einmal, moralisch und menschlich durchaus gebotene Unterstützung der Flüchtlinge, dass das nicht die einzige der Herausforderungen und Konsequenzen, von denen im Antrag zu dieser Aktuellen Stunde die Rede war, des Krieges in der Ukraine ist, über die wir uns Gedanken machen müssen. Eine Aktuelle Stunde, in der absehbar das Flüchtlingsthema dominieren wird, wird diesen anderen Gedanken nur ungenügend Raum geben können, aber einige der weiteren Herausforderungen, um nicht zu sagen Ungereimtheiten, möchte ich dann jetzt doch noch kurz benennen. Ich beginne mit den naheliegenden Fragen nach der Sicherheit unseres Landes und Bundeslandes. Sind Politiker und Parteien, die an Bundeswehr und Polizei bis zur Dysfunktionalität gespart haben, denn wirklich willens und geeignet, das Steuer herumzureißen, damit die Bundeswehr und die Polizei ihre Aufgabe wieder erfüllen können? Und welchen Begriff von Sicherheit haben Sie, wenn berittene Polizei gegen Montagsspaziergänger vorgeht, aber die Gewerkschaft der Bundespolizei bis heute einen Kontrollverlust an unseren Grenzen beklagt? Zur Sicherheit der Bürger in Berlin und Brandenburg, sehr geehrter Herr Kollege Woidke, gehört auch die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln und Energie. Herr Keller sprach davon. Aber wie steht es damit, wenn im Namen einer imaginierten Klimakrise die einzig sichere Energiebasis, über die Brandenburg verfügt, nämlich die Braunkohle, ohne wirkliche Alternative aufgegeben wird? Wenn landwirtschaftliche Flächen zu Spekulationsobjekten oder zu Stellflächen für Photovoltaikwüsten werden? Und, sehr geehrte Damen und Herren, stärkt es denn unsere Versorgungssicherheit, wenn wir Nord Stream 2 aufgeben und stattdessen Bücklinge vor den Machthabern in Katar machen? Und diese Fragen, sehr geehrte Damen und Herren, führen ja unweigerlich zu denen nach der Glaubwürdigkeit von Politikern, die den Patriotismus in der Ukraine feiern, aber hierzulande jede deutsche patriotische Regung im Keim ersticken wollen. Und ist es nicht eine Doppelmoral auch in diesem Haus, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Solidarität mit dem ukrainischen Volk zu bekunden, gerne auch plakativ in den Farben Blau und Gelb, aber ansonsten mit der sogenannten Antifa gemeinsame Sache zu machen, die bei jeder Gelegenheit mit einer Antifa, die bei jeder Gelegenheit das Deutschlandlied mit Pfiffen begleitet? Glaubwürdigkeit, sehr geehrte Damen und Herren, ist auch das letzte Stichwort oder das Stichwort für die letzte Herausforderung, auf die ich noch kurz zu sprechen kommen will. Es geht um den Umgang mit Informationen und Nachrichten oder besser gesagt mit Falschinformationen und Nachrichtensperren. Die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges, sagt ein geflügeltes Wort zurecht. Beim Googlen der Begriffe Ukraine, Krieg, Falschmeldung erhält man eine lange Liste mit Titeln wie Putins Krieg gegen die Wahrheit, SWR 3 oder wie Moskau Fake News streut, ZDF. Aber, sehr geehrte Damen und Herren, liegen denn die Dinge wirklich so einfach und so eindeutig? Der Bürger jedenfalls kann sich hierzulande kaum eine eigene Meinung dazu bilden, weil der Staat ihm misstraut. Dass Russland die Seiten unabhängiger und ausländischer Medien, so auch die der Deutschen Welle, blockiert, ist eine Bevormundung der Bürger, die wir verurteilen. Aber ist es keine Bevormundung,
wenn die russischen Staatsmedien Russia Today und Sputnik in der EU nicht mehr senden dürfen. Eine Zensur findet nicht statt, heißt es im Grundgesetz. Und ich frage Sie, stellt man sich auf die Seite Putins, wenn man die Abschaltung russischer Medien in Deutschland kritisiert? Oder stellt man sich eher auf die Seite Putins, wenn man das nicht kritisiert? Sehr geehrte Damen und Herren, ich wiederhole es noch einmal. Es ist richtig und angemessen, wenn wir uns als Landtag Brandenburg in dieser aktuellen Stunde vor allem um die Hilfe für die Flüchtlinge aus der Ukraine kümmern. Der Krieg in der Ukraine muss uns aber auch eine Lehre sein, die Politik in Brandenburg und in Deutschland sehr gründlich und sehr kritisch zu befragen und in vieler Hinsicht zu korrigieren. Ich danke Ihnen. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.